Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten beim letzten Mal mit den Tabellen angefangen, hatten erstmal ganz grundlegend geklärt, wie man die aufbaut mit Table als umschließendes Tag, dann mit den Reihen und mit dem Tag TR und dann die einzelnen Tabellenzellen, Table Data, wie das in der heißt, wenn man das die Abkürzung verlängert. Und da kommt dann der eigentliche Text von den Tabellenelementen rein. Ganz wichtig ist, dass ihr jedes Element, also sowohl die Reihen als auch die einzelnen Zellen, als auch die gesamte Tabelle selbst mit CSS ganz normal verändern könnt. Das sind also alles Blocks oder so Blöcke, wie zum Beispiel unser Div-Element oder das P-Element oder auch wie die Listen-Element, die könnt ihr also alle ganz normal verändern und das möchte ich euch heute ganz kurz zeigen. So. Und das Erste, was wir mal hier oben machen können, ist, dass wir sagen, wir weisen den Tabellenzellen, den weisen wir mal eine bestimmte Breite und Höhe zu und wir sagen mal, die Breite soll 150 Pixel sein und die Höhe soll 80 Pixel sein und dann sieht das Ganze so aus, so, also das ist unser Original gewesen und jetzt sieht das Ganze so aus. Und ihr seht zum Beispiel hier dieser lange Satz, dein Atem stinkt nach Döner und Knoblauch, der ist jetzt eingerückt worden. Was der normalerweise nicht macht, so, dann wird eben die Tabelle so weit nach hinten geschoben, bis eben tatsächlich der Rand erreicht wird. Und erst dann wird ein Zeilenbruch erzwungen. Aber in diesem Fall, wenn man die Breite also als absolut setzt, dann wird das nicht gemacht. So, das kann man auch das Ganze, um das auch noch mal zu zeigen, kann man zum Beispiel auch mit Prozentzahlen machen. Ich kann zum Beispiel sagen, die Breite von der Tabelle soll 15% der gesamten Fensterbreite sein. So, jetzt lade ich das Ganze. Und was hat er mir gemacht? Gar nichts hat er mir gemacht. Das ist ein Schweinehund, echt. Das ist dann wieder der Vorführeffekt. So. Also, das akzeptiert er mir dann wieder nicht. Gut, wir bleiben mal bei 150 Pixeln und ich baldover das nochmal aus, warum das jetzt nicht so läuft, wie ich das haben möchte. Gut, das kann ich machen. Jetzt kann ich zum Beispiel hier auch mit einem Inline-Style kann ich alles Mögliche verändern. Zum Beispiel die Hintergrundfarbe, Background Color, machen wir den Gold. So, das ist die eine Sache. Und dann zum Beispiel, das finde ich auch immer ganz frappierend, weil mir dazu noch nicht so was Gutes eingefallen ist, aber ich das als Gestaltungsmittel ganz spannend finde. Man kann zum Beispiel auch von jedem Tabellenelement kann man die Eckenrundung einstellen, also den Border Radius. So. Und ach, machen wir noch ein drittes. Man kann auch jede den Rahmen, den kann man auch beliebig abändern und kann zum Beispiel sagen 4 Pixel und dann soll das Ganze, was weiß ich, zum Beispiel Yellow Green, also so ein Gelb-Grün sein und dann dotted, also gepunktet. Das kann man verändern. Und wenn man sich das Ganze dann lädt, so, dann seht ihr, hier ist die Hintergrundfarbe gelb. Und hier sind die Ecken abgerundet. Und hier hat er so eine grüne gepunktete Rahmenlinie. So, selbstverständlich kann man auch die ganzen Schriften innerhalb der Tabellenelemente ändern, also mit diesen ganz typischen Sachen, die ich euch gezeigt habe, von Size, von Family, Color und so weiter und so fort. Das kann man verändern und
Man kann das Ganze mit Text Align in die Mitte setzen oder man kann das Ganze nach rechts setzen und so weiter und so fort. Also diese ganzen Design-Elemente von CSS, die gelten auch in diesen Tabellen. So, eine schicke Sache zeige ich euch noch, und zwar kann man auch den Border Radius für die Tabelle insgesamt ändern. So, und ich zeige euch jetzt mal so was ganz Seltsames. Ich definiere nämlich mal, ach ja, machen wir mal hier 30 Pixel, machen das mal ganz unregelmäßig, damit das auch so richtig hässlich aussieht. So, und jetzt habe ich hier die linke obere Ecke, rechte obere Ecke, rechte untere Ecke, linke untere Ecke. Und wir schauen uns das Ganze an. Und jetzt seht ihr, dass die Rahmenlinie von der Table, von der Tabelle insgesamt, von den einzelnen Ecken der Zellen überlagert wird. So, kann man machen, wenn der Effekt so sein soll, dass ihr sagt, okay, das möchte ich unbedingt haben, dann soll es so sein. Ob es sinnvoll ist, das müsst ihr dann abschätzen. Auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeiten. Und wenn ihr hier zum Beispiel ein Hintergrundbild reinlagert, dann ist das eben auch abgerundet. Ne? So, das kann ja sein, dass das dann ganz sinnvoll ist, dass ihr sagt, hey, genau so möchte ich das haben. Ne? Gut, die Möglichkeit auf jeden Fall besteht, und probiert es aus. Ne? So, ganz klar. Gut, das war es erstmal, was ich euch zeigen wollte. Das ist also wirklich alle ganz normalen CSS-Properties funktionieren, und zwar ganz unabhängig funktionieren. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, ist, dass ihr eben für die gesamte Reihe auch eine definieren könnt. Also ihr könnt sagen, für die ganze mittlere Reihe möchte ich die Hintergrundfarbe Salmon haben, also Lachsfarben. Salmon wird das ausgedrückt. So, und dann werdet ihr sehen, das probiert das selber mal aus, dass ihr hier eben tatsächlich die ganze Reihe mit dem Hintergrund Lachsfarben belegt habt. Gut, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, und dann zeige ich euch tabellentypische Gestaltungselemente. Bis dann!